Jo Leute, Magstar hier und heute kommen wir zu einem neuen Let's Play, zu einer neuen Let's Play-Reihe, Leute, und zwar nämlich zum Let's Play Overwatch, Leute. Ich freue mich heute auf die erste Folge und wie ihr seht, ich habe es mir erst seit gestern heruntergeladen, also gestern hat es gedownloadet und heute oder gestern in der Nacht irgendwann war es fertig. Und ich habe mich heute dazu entschieden, dass wir heute natürlich die erste Folge mal ein normales Let's Play machen werden, bevor wir mal das Ganze streamen werden. Ich habe euch ja schon vorhin, also vorher, ein paar Folgen vorher mitgeteilt, dass ich bald Overwatch spielen werde. Und heute ist es soweit, Leute, und zwar zeige ich euch mal, was da alles möglich ist. Ich denke, vielleicht kennen ein paar von euch Overwatch. Oder haben es noch nicht so richtig angeguckt, wie auch immer, oder ein paar von euch kennen es. Wir haben die Möglichkeit zu spielen, ein Training, Helden, Galerie, Lootboxen. Und da gibt es noch Overwatch League, Highlights, Freunde und Gruppen, das ist, wenn man mit Freunden natürlich spielen möchte. Karriere, da sind wahrscheinlich sicher Missionen drin, so wie auch bei Star Wars Battlefront. Ja, ich würde mal sagen, wir werden mal natürlich eine Runde spielen und jetzt da Schnellsuche, Arcade, Rangliste, Spielbrowser. Okay, wir machen mal da Schnellsuche. Ja. Machen wir mal da fortfahren. Also, wir machen mal das erste Training. Ich habe eigentlich keine Ahnung von Overwatch, Leute. Das ist jetzt meine erste Folge. Okay. Ich bin so ein Winz. Wer ist denn das? Zaraya. Okay, ich möchte es mal mit dem stärksten oder mit dem größten. Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Okay, alles Gute kommt von oben. Alter Schwede. Geil. H drücken, um den Helden zu wechseln. Ah, da habe ich dann auch noch die Möglichkeit, den Helden zu wechseln. Mega nice. Oh, da ist ein... Da ist gerade ein Gegner gesichtet. Oh mein Gott. Okay, das ist klar. Ich habe Blitz und er hat... Was ist das? Feuer? H, um Helden zu wechseln. Okay. Wir mal gleich. Lol. Ah, da geht's weiter. So, jetzt habe ich da natürlich noch mehr Möglichkeiten. Und zwar habe ich aber schon mal gehört, dass die Helden da verschiedene Fähigkeiten haben. Und dass jeder Held natürlich anders ist und andere Fähigkeiten haben und andere Stärken und so weiter. Ich möchte es mal mit diesem Held, wo jetzt gerade da ist. Können wir es probieren? Okay, nein, der ist anscheinend wahrscheinlich freigeschaltet. Okay. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ehre bedeutet Erlösung. Aha, ich kann mit H, kann ich also den Helden wechseln. Ich schau jetzt mal. Jetzt ist es gar nicht möglich, lol. Oder schon? Willkommen in Oasis. Okay, was ist jetzt das? Sie sich bereits ah, doch, ich kann doch den Helden wechseln. Nein, eigentlich wäre ich jetzt gerne bei diesem Helden geblieben. So. Also, das Training spiele ich da anscheinend entweder mit per Online oder halt gegen den Computer. Also ich denke jetzt eher, dass das online ist. Okay, es geht los, die nächste Runde. Also auf jeden Fall ziemlich geil. Jeder Tod bedeutet Ehre. Ah, jetzt kann ich da nachschauen. Also, bestätigen. Spruch. Ultimeter. Bei mir sammeln. Brauche Heilung. Ich muss geheilt werden. Mach mal das. Kann ich nicht. Das da kann ich aber. Ihr habt es so gewollt. Ihr habt es so gewollt. Geil. Ich kann sogar ein Emoji machen. Runde 1. Nehmen Sie den Zielpunkt ein. Okay, ich probiere jetzt mal. Ah nein, das würde ich jetzt...
Lol, ist das? Ziele erfasst. Ah, mit dem kann ich schießen. Und ich muss erwarten, dass es auf den Raum geht, sonst habe ich Scharfschütze! Oh ja, 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 komm. Schaut die Augen. Nein! Oh, oh, oh. Und nichts ins Wasser fallen. Jetzt kann ich wieder einen Bogen schießen. So, jetzt ist die Frage, wo wir sind. Geil. Jetzt habe ich, glaube ich, 3 oder 4 Pfeile miteinander geschossen. Alter, dieser Modus gefällt mir ja richtig gut, dieser Trainingsmodus. Aber ich möchte mal, nach dieser Runde möchte ich eigentlich gerne mal eine wirkliche Runde starten, also eine echte Runde. Es gibt ja natürlich eben noch, wie ihr gesehen habt, den Karrierenmodus. Den werde ich auf jeden Fall auch mit euch spielen, denn ich denke, der wird auch so sein, dass wir da spezielle Missionen durchführen werden und durch diese spezielle Mission vielleicht sogar Sachen freigeschaltet kriegen. Ich weiß auf jeden Fall nicht. So, ah, so wenig hätte noch 2 Balken oder 3, 4 Balken gefehlt. Ja. Ich würde mal sagen, ich muss jetzt mal noch einmal. Okay. Oh Leute, jetzt ist mein Handy wieder an. Ich muss da auf lautlos schalten. Ich möchte jetzt da kein Telefon in der Folge bekommen. Heilung aktiv. So. Okay, ich probiere es jetzt mal. Ja, komm schon! Ah, immer so knapp dran, Leute. Also, ich check irgendwie dieses Game schon, aber es ist für mich natürlich auch noch ein bisschen speziell, weil ich spiele das heute zum ersten Mal. Auf dem Ziel steht mein Name drauf. L. Wenn ich L und umschalt. Geil, so kann ich den Chat. So kann ich den Chat mit Enter kann ich da, wenn ich jetzt ein Team hätte, könnte ich da, also wenn ich jetzt da mit ein paar Freunden spielen würde, könnte ich da chatten. Mega geil. Okay. Jetzt ist nur die Frage, wir müssen da zu B gehen und müssen da verteidigen. Ist ja fast ein bisschen ähnlich wie Star Wars Battlefront, nur ist es eine ganz andere Geschichte natürlich. Aber ich meine mit dem Verteidigen und so weiter, das erinnert mich ein bisschen an Star Wars Battlefront. Okay. Okay. Ihr wollt. Okay, ich werde mal den Helden wechseln. Ich möchte ein bisschen die verschiedenen Helden natürlich ausprobieren. Ich werde jetzt da mal auf A gehen. So, jetzt kann ich den Helden wechseln. Unbedeutend. Okay, die Runde ist anscheinend jetzt schon beendet. Ist zu spät, kann ich nicht mehr wechseln. Erste Runde beendet. 1-0. Los geht das Spiel! Okay, jetzt kann ich aber wechseln. Ich bin es leid zu warten. So, oh, ja. Geil! Ha! Ich habe verschiedene Bögen. Oh ja, Mann. Runde 2. Nehmen Sie den Ziel. Lol. Ja, jetzt kann ich nur schießen. Wie laufe ich? L. Lol. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Okay, mach ich mal schnell so. Oh ja. Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Oh ja, Leute. Können wir endlich mal angreifen. Das ist doch
nein, 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 nein. Unterbrech dich bitte. Ja, komm schon, komm schon. Oh ja, den haben wir schön erwischt. Schön, den haben wir schön erwischt, Leute. Geil, ich kann einfach da irgendwie Granaten werfen. Oh ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, mit diesem Helden spiele ich auch gerne. Ah! Komm schon, komm schon. Ein Gegner möchte ich mal bitte erledigen. Ein Gegner, ein Gegner. Okay, wenigstens haben wir die ein bisschen beschädigt. Wir haben ein bisschen von unserem Ideal weiter, aber ich habe bis jetzt noch ein Kill gemacht. Heute wird frei Haus geliefert! Aber es ist relativ viel einfacher als, also ich meine einfacher mit dem Schießen und alles als Fortnite. Das ist ja auch logisch, weil es ein etwas ganz anderes ist. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne Fortnite spiele, aber ich finde einfach jetzt dieses Game mega nice. Oh, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, ja. Ups, jetzt habe ich mich selbst getroffen. Okay, was ist Q mit Q? Die Stunde hat geschlagen. Vorsicht, Gegenverkehr! Alter, ja. Mega geile Sachen. Unsere Feinde fordern uns erneut heraus. Ist das alles zum Heilen? Alles klar? Ich hab da mal was vorbereitet. Komm schon, komm schon, komm schon. Ah, wir haben ihn nur in die Hälfte gekriegt. Okay Leute, ich wechsle mal wieder. Ich nehme das Ziel ein. Was gibt's denn sonst? Genau, das wollten wir ja wieder machen. Jetzt checke ich das Ganze, wie man schneller sprintet. Das weiß ich mit diesem Roboter oder Maschine oder was auch immer das ist nicht. Jetzt geht die Post ab, Leute. Jetzt geht die Post ab. Ich habe sogar noch einen Gun. Ah. Scheibe. Ich glaube, der ist nicht so gut zu gegen solche Helden. Ich habe einfach irgendwie... Wenn du in deiner Aufklärkonfiguration ein Gefecht gewinnst. Zielname fehlgestellt. Okay, wir haben Runde verloren. Es steht 1:1. So, wir haben etwas, glaube ich, gesehen. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal da raus. Match verlassen. So, jetzt möchte ich mal ein richtiges Spiel spielen, Leute. Jetzt kann es auf jeden Fall von mir aus richtig losgehen. Also Schnellsuche. Wir befinden uns im Landeanflug auf die Mondkolonie Horizon. Jetzt geht's ab, Leute. So, ich werde mal mit... Nur mit Jun... Jun... Wenn ich mal... Heute ist ein guter Tag, um Chaos zu stiften. Übungsgefecht ist 15 Minuten anscheinend. Ja. Das Blöde ist halt immer, ich weiß nicht, wer meine Gegner sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass... Mein Telefon. Ja, genau. Das ist das. Also ihr seht, dass ich da nicht so gut bin, dass ich da nonstop am Verlieren bin. Also, natürlich habe ich jetzt mich ein bisschen da eingeübt mit der Steuerung. Aber zum ein paar Leute zu erledigen... fehlt mir immer noch die Energie und die Tricks und so weiter halt. Aber das wird dann alles noch gemacht, Leute. Das ist erst der Anfang.
Ich hab mal einen Einblick, zum ein bisschen wirklich schauen, was das Game überhaupt ist. Hab ich mal wirklich ein paar Let's Plays geschaut und ich musste wirklich zugeben, dass dieses Game eigentlich wirklich geil ist. Ein paar erzählten mir auch noch von Paladins. Paladins sollte ja auch so ähnlich sein wie Overwatch. Aber ich entschied mich halt jetzt mal für Overwatch. Wir können dann irgendwann dann schon mal Paladins durchnehmen, aber zuerst möchte ich mal das Ganze mit Overwatch probieren und klarkommen. Das ist doch ein lauschiges Plätzchen. So, jetzt werde ich mal da ein paar. Mach's gut, mein Schätzchen. Okay, Leute, oh. Heute wird frei Haus geliefert! Komm schon. Boah, wieso läuft niemand in meine Falle rein? Hey, Leute. Ich glaube, ich wechsle besser mal den Helm. So. Wen wollen wir dann nehmen? Gute Frage, Leute. Wen wollen wir dann nehmen? Weil ich habe bis jetzt mit jedem Held in dieser Partie verloren. Okay, es geht in die nächste Runde. Diesmal entscheide ich mich. Oh ja. Jetzt geht's ab, Leute. Ihr seht, diesmal habe ich mal meinen echten Namen benutzt. Und zwar Magstar. Bei anderen Games musste ich halt manchmal einen anderen Nickname nehmen, weil der eine Nickname nicht möglich war, Magstar, oder weil es zum Teil auch schon vergeben war. Aber jetzt kann ich mich endlich mal Magstar in Overwatch nennen. So, es geht weiter, Leute. Fortschritt ist nur durch Konflikte. Oh ja. Gleich wird es ernst. Volle Konzentration. Volle Konzentration. Ich werde euch wohl wieder zusammenflicken müssen. Okay. Wir müssen anscheinend da draußen verteidigen. Also die Map, auf die wir jetzt gerade spielen, ist auf jeden Fall mega geil. Es gibt dann auch so Zusatzinhalte und so ähnliches Zeug wie bei den anderen Games. Die kann man auch einlösen, damit man zum Beispiel zusätzlich vielleicht andere Helden noch spielen kann oder mehr Helden spielen kann und so weiter. Bei meiner Hülle, als ich Overwatch gekauft habe, sind auch noch zwei Karten drin, wo ich einlösen kann. Die eine war für das Spiel, dass ich es überhaupt spielen kann. Die andere war für etwas anderes. Die andere bin ich mir genau sicher. Die werde ich auch mal werde ich mal einlösen und werde mal schauen, was man dann so spezielles damit kann. Oh ja, der Held hat ja mega viel Kraft. Also der Held, den wir jetzt gerade spielen, ist deutlich besser, hat mehr Kraft, aber ist halt immer noch schwierig. Meine Aufgabe ist noch nicht erledigt. So, ich werde jetzt mal da ein Emoji machen. Versuch es nur. Versuch es nur. Da sind alle am Fighten. Hier hin. Komm schon. Hey, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man da überhaupt den Helden besiegen. Ist mega schwierig. Die Schlacht geht weiter. Ja, würde ich auch sagen.
Alter. Mega geil, ich kann einfach so super Sprünge machen. Komm schon. Oh ja, noch alles. Komm schon. Jetzt nehmt mal da ein bisschen. Kämpft gemeinsam mit mir. Probiert euch hier. Nein, 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 nein. Ja, das ist schon mal stark, Leute. Ausgerichtet, sehr schön. Ja, das war schon mal viel besser. So, die Runde geht jetzt für etwa 7 Minuten, Leute. Oh ja. Also, es war jetzt nicht ich bin hart im ausgerechnet gut, aber wir haben uns wenigstens ein bisschen verbessert mit den Tricks und so weiter. Weil er merkt es richtig. Mein Ultimate lädt auf. Es ist wirklich nicht einfach, dass man da ein paar Helden erledigen kann. Hey Digga, ich kann es mit jedem Held probieren, aber ich schaffe es nie. Okay, ich nehme jetzt mal da einen anderen Held. So, ich nehme es mal mit Birgit. Ich mal. Ich werde mich beweisen. Oh ja. Schon viel besser. Okay, ich sollte mir lieber die Kräfte sparen. Jetzt! Okay, nein, das war jetzt nicht. Komm schon, komm schon. Null. Jetzt. Da oben. Hab ich jetzt den getroffen oder nicht? Sie sind von den Toten zurückgekehrt. Okay, ich bin sich alle da oben umgekehrt. Oh Mann. Aber das ist schon viel geiler geworden. Es wird mit jedem Held immer geiler. Übung macht den Meister. Und jede Menge Pollen und Schramm. Okay Leute, ich sehe, ich brauche definitiv mehr Übung in diesem Spiel. Aber es ist schon mal nicht ein schlechter Anfang, würde ich mal sagen. Nein, 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 das ist auch gut. Ja, komm, Granate, Granate. Oh ja, wir haben ihn getroffen, Leute. Wie wir ihn getroffen haben. Jetzt mal ein bisschen da rein. Vielleicht, wenn wir Glück haben, erledigen wir. Da ist er. Vor mir kann sich niemand verstecken. Das ist doch nicht das Ende. Mein Kamikaze-Reifen lädt noch auf. Komm schon. Okay, er hat sich irgendwo jetzt wieder versteckt, Leute. Ich habe immer noch keine Ahnung, was da ist. Ja! Komm schon! Komm schon! Wo seid ihr? Hallo! Du solltest mir besser nicht sehen. Also mit diesem Held, Leute, mit der Birgit, sterbe ich. Anscheinend weniger als mit den anderen Helden. Entweder liegt es daran, dass es eben ein anderer Held mit anderen Fähigkeiten oder
dass einfach jetzt gerade nicht so viele Gegner angreifen. Rache sieht euch. Jetzt. Also gegen kleine Helden habe ich vielleicht noch mehr Chancen, aber gegen große eher weniger, Leute, eher weniger. Ich dachte auch zuerst, dass die Großen immer die stärksten sind, aber ich habe es auch mit den großen Helden probiert, aber hatte kaum Chancen. Vor mir kann sich niemand verstecken. Halt die Wette auf! Ich stehe weg, Feuer. Weg, weg, weg. Ergeben Sie sich! Weg, Leute, wir müssen unbedingt weg. Da unten ist also das Leben, wo sich dann auffüllt, wenn es sich überhaupt noch auffüllen wird. Ich brauche Hilfe! Mir stirbt keiner weg! Ja! Komm schon, komm schon! Oh ja, Mann! Wir haben einen Helden erwischt, Leute! Ha! Alter Schwede! Endlich haben wir mal einen Kill geschafft! Ja, Mann! Bei der ersten Folge! So geht's! Also gegen kleine Helden, ich hab's doch gewusst, hab ich deutlich bessere Karten als... Kann ich ja... Hat ja richtig zermöbelt. Komm zu mir, hallo. Ja, komm schon. Ah. Also, war auf jeden Fall jetzt nicht schlecht. Jetzt haben wir mal ein Kill geschafft. Jetzt komme ich nicht ins Spiel, Leute. Das ist jetzt im Moment mein Lieblingsheld. Das Auge. Vor mir kann sich niemand verstecken. Okay, wenn diese Runde vorbei ist, Leute, würde ich mal sagen, also wenn diese Runde dann ganz beendet ist, würde ich mal sagen, was ist dann auch für heute für diese Runde. Schild ist aktiv. Ja, schon. Ja, sehr schön. Wir haben ihn fast erledigt. Komm. Okay, nee. Wir waren nahe dran, aber leider reichte das nicht. Also, ich habe gesehen, ich habe auch am Anfang mega große Chancen. So, Niederlage. Leider haben wir verloren. Aber wenigstens habe ich heute bei der ersten Folge... Ein Kill gemacht, Leute. Ein Kill. Da bei Overwatch ist es nicht ganz so einfach. Aber hat mir auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich würde mal sagen, Leute, wir schauen uns noch das Resultat an, was da ein Resultat ist. Okay, Niederlage. So, also, als Team fortfahren. Nee, ich muss da gerne Match verlassen, genau. Match wird verlassen, bist du sicher? Ja. So, Leute. Wir sind wieder auf der Startseite und das sollte es auch schon für den ersten Einblick bei Overwatch gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen, Leute, und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Nächstes Mal werden wir mal natürlich eine Karriere ausprobieren. Wir werden dann auch noch Heldengalerie und so weiter. Alle Möglichkeiten mal ausprobieren. Das war auf jeden Fall mal die erste Folge. Und ja, mir hat es auf jeden Fall mega gut gefallen. Einen Kill endlich mal geschafft. Schon in der ersten Folge. Ja, ich wünsche euch noch allen einen schönen Abend, Leute. Und ja, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute. Und... Tschüss.